Ja, hallo, grüß Gott, ich bin der Hubert Strolz und ich habe 1988 die Olympiade in Calgary gewonnen, also Gold in der Kombination und Silber im Riesenslalom. Und ja, jetzt 34 Jahre später hat es mein Sohn, der Johannes, wiederholt. Er hat es sogar besser gemacht. Er hat in Peking 2 Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewonnen. Wir haben 2 Kinder, das ist der Johannes und die Anna Maria. Das sind beide ein Sonnenschein, sage ich. Uns war immer wichtig, dass sie einmal lernen, dass sie Verantwortung für das, was sie tun, übernehmen müssen. Das haben wir dann schon, denke ich, von klein auf mitgegeben, dass das wichtig ist im Leben. Oder wenn man auch einen Blödsinn macht, muss man dazu stehen. Und auch, ja, was jetzt den Skifahrer anlangt, war mir immer wichtig, dass sie Freude haben am Skifahren und dass sie auch trotzdem Kind sein dürfen. Das ist gerade, wenn man jetzt talentierte Kinder hat und wie jetzt der Johannes ein Rennläufer ist, denke ich, ist das die Basis. Also, wir haben immer gesagt zum Johannes, wenn du das gerne machst, dann ist es eine wertvolle, schöne Zeit. Dann macht es einen Sinn, dann machst du das. Und wenn nicht, dann machst du etwas anderes. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Oder? Wenn jedes Kind hat, seine Begabungen. Und wenn sie dort ein bisschen in die Richtung, ja, wenn sie das machen, wo sie mit Herz dabei sind, ich glaube, das ist, denke ich jetzt einmal, für mich oder für unsere Familie war das immer das Wichtigste. Also die Vision, chancenreichster Lebensraum von Adelberg, das kann ich nur voll und ganz unterstützen. Das Ländle war immer schon innovativ und visionär. Ich glaube, Vorarlberger sind immer schon, ja, Leute gesehen mit Weitblick, weltoffen und ich denke, das werden sie auch in Zukunft sehen und ich bin ganz überzeugt, dass auch die nächste Generation das schöne Ländli, ich glaube, auch in eine gute Zukunft weitertragen.